Hello, hello. Wir sind gerade im Urlaub in Santorini und ich habe mir gedacht, ich backe jetzt einfach mal. Ich wollte eigentlich einfach nur so backen, vielleicht ein paar Insta-Stories machen und jetzt habe ich mir überlegt, komm, ich nehme das jetzt auf. Am Ende probiere ich, hoffe, dass es schmeckt und das Rezept schreibe ich euch dann natürlich, also die Mengenangaben in die Videobeschreibung. Ich lege jetzt einfach mal los. Das Rezept habe ich von der Griechin. Wir machen den Orangenkuchen Porto Kalopita. Das ist ein ganz, ganz bekannter griechischer Orangenkuchen. Ich hoffe, das schmeckt. Ich habe nämlich noch überhaupt keine Ahnung, was uns erwartet. Ich probiere es jetzt aus. Ohne Kameramann. Also haben sie es natürlich da, aber ich wollte ihn jetzt nicht, als Kameramann nehmen. Ich habe gesagt, komm, du hast jetzt Urlaub. Ich nehme es einfach mal ganz oldschool auf. So wie YouTube auch eigentlich ist. Einfach mit dem Handy freischnauze. Hauptbestandteil sind natürlich Orangen. Dann habe ich hier Filoteig. Der ist auch relativ wichtig. Und alles andere sind eher so Standardzutaten, ne? Also Zucker, Backpulver, Zimt. Zimt ist so typisch griechisch. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich würde ja fast sagen, griechische Küche ähnelt der türkischen extrem. Daher machen wir jetzt was? Ein Zuckersirup. Und dafür nimmt ihr jetzt in Griechenland nicht Wasser aus der Leitung, sondern hier. Da. Da holen wir uns jetzt unser Wasser her. Ja, ich würde mal sagen, läuft. So, jetzt habe ich Wasser im Topf. Und jetzt brauchen wir noch den Saft einer Orange. Erste Hälfte ist schon mal gut ausgepresst. Soll ich dir helfen? Oh, jetzt habe ich voll die Orangensaftflecken. So, und jetzt kommt der Saft mit zum Wasser. Jetzt einmal reingeben. Jetzt ganz typisch griechisch Zimt. Ich glaube, das ist auch eher so ein Winterdessert, aber ich habe es auch in einer Theke gesehen, hier mitten im Sommer. Deshalb ist es auch kein Problem. Ein bisschen Zimt. Und jetzt ganz wichtig Zucker. Und danach kochen wir das Ganze zu einem Zuckersirup auf. Falls ihr euch über Hintergrundgeräusche wundert, haben sie halt während meiner Aufnahme gerade diese Milchschnittenpackung so richtig nervig und laut aufgemacht. Ich weiß. Das ist griechische Milchschnitte. Und schmeckt die griechische besser als die deutsche? Ich finde die doch, der ist irgendwie zu trocken. Aber schmeckt trotzdem. Und hier kocht gerade mein Zuckersirup auf. Ich werde den, glaube ich, so 3 Minuten lang kochen lassen, damit der auch so ein bisschen eindickt, aber nur minimal. Jetzt schalte ich den Herd aus, das lasse ich jetzt erstmal abkühlen. Es ist nämlich wichtig, dass der gleich abgekühlt auf den warmen Kuchen kommt, der Zuckersirup. Wie kann man bitte Grapefruit statt Orangen kaufen? Ja, auf dem Schild stand Orange. Stand nur halt auf Griechisch. Hätte auch Grapefruit stehen können. Ich kann nicht Griechisch lesen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Grapefruit und Orange? Sind zwar ganz andere Früchte. Sind zwar Zitrusfrüchte beides, aber also von der gleichen Familie Grapefruit, wahrscheinlich, aber... Grapefruit versus Orange. Ja. 150% mehr Energie als Orange. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Schweißtropfen sehen könnt, aber das war ziemlich anstrengend. Und jetzt habe ich hier meinen Grapefruitsaft. Da kommen jetzt Eier dazu. Öl, die Griechen nehmen Olivenöl. Beim Backen, also beim süßen Backen, habe ich jetzt gesagt, greife ich auf Sonnenblumenöl zurück. Und dann kommt da auch nochmal ein bisschen Zimt rein, ein bisschen Backpulver und Zucker. Und Vanilleextrakt. Vanilleextrakt in Griechenland? Was? 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 Zeig mal, mitten in Griechenland? Nein. Kikis Vanilleextrakt. Sehr nice. Das ist einfach Kikis Vanilleextrakt mitten in Griechenland gefunden. Wir haben es aus dem Meer ausgebuddelt. Ausgebuddelt? Ausgefischt. Ausgefischt. Ach, und was nicht fehlen darf, ist natürlich griechischer Joghurt. Das ist ja schließlich ein griechisches Dessert. Komm, ich helfe dir jetzt. Und Hamza, wie ist der Urlaub mit mir? Schön? Mit dir ist jeder Urlaub schön. Oh. Oh, das, ich habe doch nur einen Satz gesagt. Das war aber süß. Erklär mal, was machst du jetzt da? Ich tue jetzt Eier rein. Natürlich dienen die Eier der Bindung, der Konsistenz. Also vegan kriege ich dieses Rezept, glaube ich, nicht hin. Jetzt tue ich den Joghurt dazu. 10%igen habe ich genommen. Mhm. Griechische Joghurt. Griechische Joghurt. Ja, Kiki, okay. Du hast einen Teigschabel. Das ist dir schon bewusst, ne? Ja, ich wollte dich gerade sagen, wie schabe ich denn die Reste aus? Es ist ja eine Verschwendung. Oder? Nee, doch noch. So, komm, zeig mal, was das gute Teil drauf hat. Jawolle. So. Guten griechischen Joghurt hier nicht verschwenden. Das wäre ja schade. Ja, genau das will ich sehen, Mädel. Genau so. Jetzt kommt Öl dazu. Jetzt muss ich immer schätzen, wie viel. Das sollen 180 Gramm sein. Ja. Kommt schon hin. Ich bin super gespannt. Ich backe nie ohne Waage. Nie. Ich habe mir dann meinen Spickzettel. Ich habe das Rezept nämlich von der Griechin, die hat mir das alles erklärt. Ja, mittlerweile musst du aber ganz schön erfahren sein. Waage brauchst du eigentlich nicht.
die Waage ist hier drin im Kopf und in der Hand. Mittlerweile kann man das ganz gut einschätzen. Mhm. So, jetzt Vanilleextrakt. Man soll da tatsächlich Vanille reintun. Komm, zeig mal. Extrakt ist natürlich. Uiuiuiuiui. So, das Nonplusultra. Jetzt habe ich hier Backpulver. Und dann habe ich schon Zucker reingetan? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Nein, hast du nicht. Nein, habe ich nicht. Okay. Backpulver und Zucker. Pulver nehme ich 2 Teelöffel für die Menge. Und jetzt noch Zucker. Ich werde den Zucker jetzt ein bisschen reduzieren, weil ich habe im Zuckersirup schon ordentlich Zucker reingemacht. Also jetzt hier nur so ein bisschen. So reicht auch schon. Und jetzt verrühren. Ja, wo ist denn die Küchenmaschine? Tja, die hat nicht in den Koffer gepasst. Bisschen Zimt vergessen. Also ich finde, du kannst noch ein bisschen mehr Vanilleextrakt reintun, damit wir ein bisschen Werbung haben jetzt hier im Video. Oh, yes. Wir brauchen ein bisschen Werbung. Werbung darf ja nicht zu kurz kommen. Ja, ne? Nein, wir müssen dazu sagen, wir sind halt ultra stolz, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen Geschenkcharakter. Mhm, sieht schön aus. Weil das einfach so hübsch aussieht. Ja, tatsächlich, du bist ja auf dem Foto. So meinte ich das nicht. Ja, komm aber schon. Aber es ist halt einfach mega, mega hübsch. Ja. Und wir haben auch lange hin und her überlegt, wie wir das machen sollen. Unser armer Grafiker, der 1000-mal alles verändern musste. Grüße gehen raus. Weißt du, was ich lustig finde? Du hast angefangen, indem du alleine aufgenommen hast. Jetzt nehme ich. Jetzt bist du wieder da. Jetzt bin ich doch wieder da. Ja. Das ist der Hamza. Immer ich leg das hin und du machst weiter alleine. Nein, bleib hier. Nö. Dein Ernst? Wie traurig die ist. Gehst du auf? Ja, ich bin jetzt vorbei. Es reicht jetzt. Ich kann dir so helfen. Okay, jetzt brauche ich echt deine Hilfe. Ich habe Urlaub, sorry. Also nicht nur, dass wir Grapefruits statt Orangen haben. Es ist auch bei diesem Rezept wichtig, das muss man eigentlich einen Tag vorher machen, ja. Was ich nicht gemacht habe. Man muss diesen Filoteig trocknen lassen. Das heißt, der muss trocknen, damit er so bröselig wird. In der Sonne, oder? Zum Beispiel. Oder im Backofen kann man vielleicht beschleunigen. Oder ich lasse den jetzt einfach in der Luft stehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder und ich hoffe, dass er dann, weil Filoteig trocknet schnell aus. So, den Filoteig lasse ich jetzt zum Trocknen einfach liegen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der schön bröselig wird. Ich habe das Ganze jetzt mal beschleunigt, Leute. 100 Grad, 10 Minuten. Der Filoteig sitzt hier schön. Seht ihr? Man kann ihn schön brechen. Und der kommt jetzt gebrochen in den Teig rein. Getrocknet? Getrocknet. So, und jetzt verrühren wir alles miteinander. Ich bin schon so gespannt, weil das kommt mir schon sehr viel vor, aber das muss so sein. Ja. Doch, das sieht gut aus. Jetzt habe ich die Masse hier mal in so eine Auflaufform getan. Streich das mal ein bisschen, guck mal meine Hände von dem Filoteig, weil der mit so einer Stärke immer ausgelegt ist. So, das kommt jetzt in den Backofen und zwar habe ich den schon vorgeheizt. 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich denke mal, also ich kenne den Backofen nicht, aber ich gehe mal so von 40 Minuten aus. So, Kuchen ist im Ofen, 180 Grad. Ich gehe mal so von 40 Minuten aus. Ich kenne den Ofen nicht, ich gucke auch mal nach 45 Minuten. Und ich gehe jetzt definitiv raus, mich mal ein bisschen abkühlen, weil ein Ofen im Sommer in Griechenland, schon heftig. So, jetzt erstmal ein bisschen abkühlen. Es ist so windig heute, das tut so gut. Wir waren heute echt ein bisschen faul, waren am Pool, haben zu Hause gefrühstückt. Ja, moin! Moin, guck mal, ich hab einen Sonnenbrand in der Stirn, guck mal. Ich hab hier oben einen Sonnenbrand, hab ich im Scheitel gesehen. So, 41 Minuten. Ich werde ihn jetzt rausholen, weil ich habe das Gefühl, dass der fertig ist. Aber ich kann auch die Stäbchenprobe mit einem Messer machen. Boah, es riecht so gut. Es riecht herzhaft. Ah, komm zu Mama. Uhu. Das sieht aus wie eine Lasagne. Aber es riecht richtig lecker hier. Ob da noch irgendwas... Doch, der ist gar. Und jetzt muss er sofort... mit dem kalten bzw. sehr lauwarmen Sirup, also Orangenzuckersirup, übergossen werden. Das ist der beste Part, Leute. Richtig geil. Ich glaube, der Zuckersirup, der schwimmt jetzt hier an der Oberfläche. Wir können ihn jetzt eh noch nicht probieren. Der muss richtig schön runterkühlen. Entweder heute Abend, wenn wir zurück sind. Wir fahren nämlich gleich rauf nach Oja. Oder morgen. So. Da schwimmt der Zuckersirup. Aber ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung, dass der komplett eingezogen wird. Und dem geben wir jetzt einfach mal ein paar Stunden. Der soll komplett auskühlen und danach tue ich ihn sogar noch in den Kühlschrank.
Es wird verkostet. Ich habe den Kuchen noch extra jetzt gemacht, weil jetzt sind auch Hamses Bruder und sein Freund hier auf Santorini. Die Drohne im Hintergrund. Und so können wir auch alle probieren. Dann wird auch nichts verschwendet und dann wird der Rest einfach an die Nachbarn hier abgegeben. Hey Matt, komm! Ja, komm doch mal jetzt, yalla. Ja, komm, fütter uns mal, Kiki, hier. Ohne meine Back- und Petersilien hier. Aber mir fehlt da die Orange noch oben drauf. Das ja, stimmt. Groß. Ja, ich hab ja nur Grapefruits da. Ja, stimmt, Grapefruit. Und, seid ihr auch gespannt? Ja. Also es sieht schon, es sieht dem Galacto Brioco auf jeden Fall ähnlich, ne? Ja. Puddingmäßig, ne? Nein. Also, das Witzige ist, ey Matt dachte, jetzt ist es ein Fitnesskuchen. Also, ja, wir haben hier zwei Fußballer hier. Ich habe gar keine Vorstellung, wie der schmeckt. Hamza, sei ehrlich. Ja gut, der ist schön saftig. Okay. Was sagt ihr? Ihr dürft ruhig ehrlich sein, ne? Also wir schmeißen euch nicht raus. Es schmeckt wirklich gut. Also ehrlich. Es schmeckt auch nicht süß. Schmeckt voll wie der Galactico Burrito. Schmeckt aber echt ähnlich. Ähnlich wie der Galactico Burrito? Aber halt ohne die Füllung. Nein, ehrlich, man kann aber auch schmecken. Aber ich finde den auch richtig lecker. Wie findest du den? Kann man auf jeden Fall mal machen. Ist auf jeden Fall echt mal was anderes. Ich finde den echt gut. Obwohl da Zuckersirup drin ist, passt es zum Sommer. Und auch zum Winter. Also Rezept ist auf jeden Fall nachmachtauglich. Also ich finde, du kannst das öfters machen, sodass ich nicht mehr Videos, also dass ich mir die Videos nicht machen muss. Also nicht so extrem. Wollt ihr das echt, dass ich öfter Videos in diesem Format mache? Schreibt es mir unbedingt mal hier unten rein. Weil dann kann ich das zwischendurch mal machen. Ja, ich muss aber sagen, qualitativ ist es jetzt nichts im Vergleich zu meinen Videos, die ich mache. Ne? Also, vor allem jetzt habe ich noch nicht mal eine Kamera. Das ist einfach nur mein Handy mit einem Mikrofon. Und ich schneide auch das Video. Ich bin mal gespannt, wie ihr den Schnitt findet. Hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar und ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace and out. Boah, leer gefuttert, ey. Leer gefuttert. Danke.